Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie jeden Morgen hier den neuen Fortnite-Shop. Außerdem löse ich noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da hatte ich ja wieder 1000 V-Bucks an euch verschenkt und ihr seid mal richtig ausgerastet. Ihr habt über 10.000 Kommentare da gelassen. Was zur Hölle? Der Gewinner von gestern ist auf jeden Fall der liebe Janu Paulik. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dich. Und ich habe mir überlegt, da ihr gestern halt so übertrieben habt, will ich das Ganze heute nochmal wiederholen. Heißt also, ich verschenke auch heute wieder 1000 V-Bucks an euch. Also wenn ihr diese V-Bucks haben wollt, dann müsst ihr einfach nur Abonnent von diesem Kanal hier sein. Heißt also kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken und dann dem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben. Und zwar heute mal einen Kommentar mit eurem Level in Fortnite. Also welches Level ihr aktuell in Fortnite seid. Also nicht der Battle Pass, sondern dieses Level hier links, das Spielerlevel. Ich bin Level 52. Würde mich mal interessieren, wie weit ihr schon in dieser Season jetzt gekommen seid. Schreibt es gerne mal halt als Kommentar und ja, dann könnt ihr automatisch am Gewinnspiel teilnehmen und heute 1000 V-Bucks gewinnen. Denn heute gibt es auch wieder was Neues im Fortnite-Shop. Ihr seht schon, wir haben einen neuen Emote reinbekommen. Den Fackelwirbel für 800 V-Bucks. Werde ich gleich zeigen. Wir beginnen auf der linken Seite, nämlich mit den Rabenskins. Einmal der männliche Rabe mit seinem Backpack und der weibliche. Und bei der weiblichen bekommt man noch hier so einen Trail dazu. Ja, ich würde sagen, der weibliche lohnt sich damit halt ein bisschen mehr, weil der Trail ist schon echt sick. Dazu gibt es noch eine Hacke. Die finde ich jetzt nicht ganz so krass. Noch ein Gleiter mit diesen riesigen Flügeln dran. Der ist eigentlich ganz schick und für 800 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung. Zweiter Slot haben wir dann diese ganzen Maskenskins drin. Die waren, glaube ich, bisher nur ein einziges Mal im Shop und sind dadurch schon relativ selten gewesen. Waren auch ein bisschen schwitzig, die Skins. Dazu haben wir noch die Hacke und den Gleiter. Die Hacke finde ich absolut hässlich. Dieser Torbogen hier gefällt mir gar nicht. Und dann noch der Flugkarpfen, den finde ich ganz nice. So ein Fisch, der hätte auch locker episch sein können. Also, ja, den finde ich cool. Kommen wir dann schon zum Highlight des heutigen Tages und zwar zum Fackelwirbel. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich zeige ihn euch direkt mal. Ja, also das war's quasi schon. Ich weiß nicht, ich finde ihn ein bisschen schwach, muss ich sagen. Für 800 V-Bucks wackelt er nur ein bisschen mit den Fackeln rum. Also, ich hätte mir eine deutlich epischere Musik gewünscht und zweitens vielleicht noch ein bisschen mehr Moves. Also, ich finde, die Bewegungen sind halt ziemlich simpel. Ich hätte es cool gefunden, keine Ahnung, wenn er noch Flickflacks machen würde oder anfängt, so kurz mal Feuer zu speien. Also, ihr kennt es vielleicht so vom Jahrmarkt, dass er dann die in die Hand nimmt und halt kurz so Feuer speit. Halt einfach was Besonderes und nicht nur da immer rumwirbelt. Ich weiß nicht, ich finde, für 800 V-Bucks ist das halt einfach zu schwach, ne? Also, könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. 500 wären noch okay gewesen, da hätte ich jetzt nichts gesagt. Aber für einen epischen Emote, weiß ich nicht, da finde ich das echt nicht ausreichend. Also, da hätten sie wenigstens eine richtig geile Musik dann noch hinzufügen können oder irgendwelche Spezialeffekte. Ich werde die mir zwar holen, aber nur, weil ich die Emote sammle. Mal schauen, vielleicht werden sie noch irgendwann updaten, weil so finde ich die Chance ziemlich vertan. Haben sie eher verkackt in meinen Augen. Also, würde ich ihnen jetzt, glaube ich, nicht groß empfehlen. Aber, ja, schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung da mal zu in die Kommentare. Dann haben wir noch den Sternennachtflug drin. Das Bild finde ich eigentlich ganz cool. Nachtlicht zum 1.000.000. Mal im Shop drin. Für 800 V-Bucks cooler Skin. Günstiger Preis. Kann ich empfehlen. Rabatz war erst vor ein paar Tagen drin. Keine Ahnung, wieso der schon wieder kommt. Es gibt so Skins, die sind so einmal alle 3.000 Jahre im Shop. Und dann gibt es den Rabatz hier, der zweimal gefühlt in einer Woche kommt. Ich glaube, der war diese Woche im Shop drin. Also, heute wieder da. Elektro-Swing. Cooler Emote. Oh ja, der hat einen richtig coolen Groove, also der gefällt mir. Und im letzten Slot dann den Leadschwinger für 500 V-Bucks. Ja, ist in Ordnung. Habe ich aber relativ selten gespielt. Jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, wenn ihr heute 1000 V-Bucks gewinnen wollt, einfach nur ein Abo da lassen, dem Video einen Daumen nach oben geben und einmal in die Kommentare schreiben, welches Level ihr aktuell seid in Fortnite. Und ich wollte ja nochmal ganz kurz hier die Modi zeigen. Gibt's nichts Neues. Und bei den Neuigkeiten haben wir halt nur die Rahmenskins drin, den Creator-Wettbewerb, wo man halt ja hier bauen muss. Und dann noch, dass halt das jetzt diesen Arena-Modus gibt. Also nichts Neues. Jo, ich würde sagen, das war's dann schon zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall war und ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr noch gerne Snoxy als Creator eintragen. Schaut unbedingt mal nach, ob ihr da noch was drin zu stehen habt. Ihr könnt mich gerne dort eintragen. Mein Creator-Code ist halt Snoxy, wie mein Ingame-Name halt, wie mein Kanal, mit einem kleinen I am Ende dran. Wäre sehr, sehr ehrenhaft, falls ihr das mal nachschaut. Dann einfach nur Snoxy hier in das Feld eintragen und auf Annehmen klicken. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir hören uns wahrscheinlich nachher zum nächsten Video oder Stream. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Tschüss!